So, da sind wir mal wieder. Wir haben uns entschieden, mal so einen kleinen Technik-Clip zu drehen. Wir waren ja im Museum, hattet ihr ja mitbekommen. Der John hatte ja da die Möglichkeit, der hat so einen aufgeschnittenen Motor und da hatte die Möglichkeit, auf jeden Fall euch das mal alles zu erklären, ein bisschen was speziell, was auch die pneumatische Ventilsteuerung betrifft, Wasserpumpe, Lichtmaschine, Ölpumpen etc. Ich denke, man hat das sehr gut gemacht. Schaut mal rein. Okay, Leute wollten wissen, warum du hast eine Pneumatic Feder unter die Ventile. So im Prinzip, wenn du hast eine normale Feder, wenn du drehst das Ding mit 19.000 RPM, das Feder bleibt stehen. So was du hast ist in dieser Kammer hier oder hier, ja, du hast ein Luftpolster. Wenn der Ventil geht runter, dieser Ventil ist offen im Moment, aber das bewegt da und ist gegen ein Luftpolster oder hier, ja. So, das ist eine Dinge. So, wenn du wolltest gucken, so, da gibt es verschiedene Varianten von, kannst du sagen, Throttle Butterfly. So, wenn du guckst da runter, so im Prinzip, ab Moment ungefähr da ist Leerlauf, ja, und dann das geht offen, bis so, und da, wenn du guckst komplett rein, du siehst das Ventil. Und die Einspritzdose sitzt in der Mitte ganz oben drauf. Ja? Kupplung für die Formel 1 ist, wenn wir drehen das ein bisschen, ist diese kleine Kupplung hier. Ja? Und das Ding nimmt bis zu 1000 PS, ja? Ist Carbon-Carbon Kupplung. Und wenn der Volta, so hier, on dieser Seite, we had komplett is Ölpumper, ja. Und when we gehen weiter, du siehst unter dem Motor komplett der Motor unten, ja. Hier, ganz hier, is the Lichtmaschine, kleine Lichtmaschine, ja. Du brauchst nicht so viel Strom für ein Formel 1. Und when we drehen das vorne, kannst du siehst im Prinzip das Schweißuhrwirken von der Ventilsteuerung und so weiter. Und dreht bei Reglement nur, darfst du gehen nur bis 19.000 RPM für Bauakt. Ja? So, wie ihr gesehen hattet, war der John da mit einem schönen V8 Motor zugange. Und damit wir auch ein bisschen was Übergang haben, erwartet ihr jetzt noch ein bisschen Eindrücke, wie wir unseren 8-Zylinder auch mal zünden lassen. Viel Spaß!
So wie ihr gesehen habt, hat der TF108 bei uns ein bisschen was gequalmt. Das liegt aber daran, weil er halt wieder über den Winter im Regal gestanden hat und sich das ganze Öl so ein bisschen was da gesackt hat. Und teilweise, wenn wir daran gearbeitet haben, ein bisschen was mit Öl in den Fingern auch auf den Auspuff gekommen sind. Also macht euch keine Sorgen, das ist jetzt kein Ölverdichter. Das ist alles so korrekt. Alles gut an dem Eutchen. Und der wird auch, wie gesagt, wenn wir wieder fahren, aber dann quant er auch nicht mehr. Ist alles gut so. So muss das sein. Viel Spaß noch. Macht's gut.